Damn. Sind bestimmt so 3 Meter, 2 bis 3 Meter über normal. Unbelievable, man. Ja, ihr Lieben, und wie ihr seht, die Lahn steht jetzt wieder etwas flacher, wenn auch immer noch höher als normal. Wie ihr seht, es ist verdammt kalt, zumindest für meine Verhältnisse oder Gefühle, wie man sagt. Aber ein wunderschönes Wetter. Beautiful weather, but fucking cold, man. As you can see it in Alaska, but not in Florida, you know. Holy crap. Ja, der Drunken Observer ist heute auch wieder mit dabei. Ja, das letzte Mal stand das Wasser noch direkt bis hier oben. Und hier hinten war dann der Weg so flach, also so tiefer gelegt, dass die Lahn den überflutet hatte. Hier sieht man. Oh, Kacke, Mann! Übelst überflutet immer noch. Da hinten ist die Bank. Oh Mann. Hier sieht man noch das Gehölz, was einst mal Ufer war. Na ja, gut, gehen wir mal weiter zum Zielort. Scholz, Scholz. There was a baby one. Look at this beautiful river land. Ja, wie man sieht, das Wasser stand hier wirklich sehr hoch. Mannshoch, würde ich sagen. Ich bin knapp 1,80. Ja, da war schon was los hier. Ganz schön vereist, liebe Freunde.
Im letzten Video wollte ich mit euch genau hier hingehen. Hier hatte die Weil nämlich mächtig Hochwasser. Aber an dem Tag hatte ich die Kamera nicht dabei und als ich das zweite Mal gehen wollte, wisst ihr ja noch, war das Lahnhochwasser. Naja, mittlerweile ist die Weil aber auch schon etwas niedriger, aber immer noch sehr hoch. Ja, und hier war alles voller Treibgut, das haben die aber mittlerweile weggemacht. Die Arbeiter da hinten. Wie immer etwas zu spät gekommen. Boah, ganze Paletten sind angespült worden. Mächtig viel Treibholz. Derb. That's awesome for real, man. You just hit the right words. Ja, ich weiß. Ist wirklich derb. For real, man. Filthy, filthy.